Wir kommen wegen der Hand an Antwort, schießt auf Hütchen Zirsch. Ey! Luna! Lass das! Den hab ich mir hart erarbeitet, glaube ich. Oder? Doch? Oder? Nee, doch! Oder war das der andere? Einen von beiden habe ich mir hart erarbeitet. Das Geweih sieht da wüste drauf. Luna. Nein. Untersteh dich. Untersteh dich einfach nur. Lass meinen Hirsch. Sofort steht wieder Fleisch aus dem Speiseplan. Ey! Nehmt euer eigenes Fleisch! Ich brauche meine Reittiere noch. Luna? Nein. Ansonsten geh ich Nekos jagen. Dann gibt es eine flambierte Neko. Luna, lass meine Ziege. Wenn du an meine Ziege gehst, dann darf Hybrid wieder beim nächsten Mal, ne, mit mir die ganze Sache da durchsitzen und leiden. Killst du meine Ziege, leidet auch Hybrid. Bitte nicht. Die Ziege hat Bier. Das stimmt. Luna, also jetzt ist das Fass aber voll. Jetzt, nee, nee, nein. Raus. Ab. Lass meine fette Katze in Ruhe. Nicht nochmal bis morgen zu 5 gehalten werden. Na komm, es war gerade mal 4, ja? Es war 4, nicht 5. Brauchst dir nicht nur eine Stunde ranhängen. Puh. Außerdem bist du gerne mit mir um 5, bis 5, bis 4 wach geblieben. Ich sage ja auch schon 5. 4:59 ist nicht 4 Uhr. Doch, es ist noch eine 4 vor. Das ist noch 4 Uhr. Punkt. Das ist eine Minute vor 5. Ist noch 4. Ah, schön, ey. Echt schön. Hallo, Gloin. Buch 5, Kapitel 5. Ja, schön. Ihr bringt frohe und dunkle Kunde zugleich, Eldarien. Die Grimhans wurden besiegt. Sie werden die Langbärte nie wieder bedrohen. Zwar sind die Neuigkeiten über den grausamen Geist, das Gorgrim ausgetrieben wurde, beunruhigend. Doch dies bereitet mir noch lange nicht so viel Sorge, wie die Tatsache, dass der Reiter entkommen ist. Und noch schlimmer ist es, dass er, wie ihr mir berichtet habt, davon sprach, Männer nach Helgeroth zu bringen. Es ist mir ein Rätsel, wonach er in diesen alten Zwergenhallen sucht. Leider muss doch einiges getan werden, um Buchtels Sicherheit zu gewährleisten. Seid jedoch versichert, dass ich euch helfen werde, wo immer ich kann. Es ist noch 4. Ja. Es ist noch 4. Was gibt's daran nicht zu verstehen? 4 ist 4. Punkt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Falls ihr einen Augenblick Zeit habt, erlaubt mir euch die Geschichte Helegroths zu erzählen, dessen Ruin nördlich von hier liegt. Die Geschichte könnte dabei helfen zu verstehen, was der Reiter will, obwohl ich selber nicht weiß, was das sein könnte. Helegroth wird unter dem Berg Orod Lusthol angelegt und war viele Jahre lang der nördlichste Außenposten von Khazad-dûm. Man hat an dieser Stelle zwar keinen Mithril entdeckt, dafür aber eine Menge anderer wertvoller Gesteine und Reichtümer. Diese Reichtümer lockten einen Drachen nach Helegroth. Torok war sein Name. Er tötete alle Zwerge und nistete sich in Helegroths Schatzkammer ein. Hm, das kennen wir doch. In Khazad-dûm hat, das die Elben Moria nennen, versammelte Durin eine Schar Zwerge, um gegen Helegroth zu reisen, um die Bestie zu töten. Torok wurde besiegt, doch Durin fiel durch den letzten vorigen Odem des Drachen.
Er war das fünfte seines Namens. Auch sein Nachfolger nahm ein trauriges Ende. Doch davon werde ich jetzt nicht sprechen. Die Zwerge versuchten in den Jahren darauf, Helegroth wieder zurückzugewinnen. Doch der Tod lastete schwer auf jenem Ort. Und so gaben sie jene Hallen auf und brachten Helegroths Reichtümer nach Khazad-dûm. Ich weiß nicht, was der Reiter in Helegroth zu suchen haben könnte. Vielleicht möchte er die Hallen einfach nur befestigen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt, als es uns scheint. Vielleicht erfahren wir mehr über seine Pläne, wenn wir die Grenzen von Helegroth auskundschaften. Versucht nicht, Helegroth selbst zu betreten. Zu viel Finsteres lauert dort. Sucht stattdessen lieber nach der äußeren Schatzkammer. Sucht in der Nähe von Nangun-Garak. Gut. Das ist nicht vier. Natürlich ist das vier. Vier ist vier. Alles mit der vier ist vier. Punkt. Und Ravanjin, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Samtpfoten. Ich entschuldige mich, falls ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Ein Freund von mir hat mit seinem Freund zusammen Shadowbringers in 4 Tagen durchgezockt mit allen Texten lesen. Was? Wie geht das? Haben sie 24 Stunden durchgespielt oder was haben die gemacht? Das klingt nicht mehr hin. Sag mal so, Realm Reborn würde ich in der Woche mittlerweile schaffen, aber nur wenn ich heiler bin. Nee, jeden Tag so circa 10 Stunden. Alter. Wie geht das? Wie macht man das? Wieso tut man das? Also ich würde es garantiert nicht schaffen. Nicht Shadowbringers. Shadowbringers in 4 Tagen? Mm-mm. Nicht trödeln! Luna, ja, mittlerweile nicht mehr, ne? Außerdem, wenn ich mal so dran erinnern darf, wer von euch hat Ewigkeiten für Endwalker gebraucht? War nicht meine Wenigkeit, ne? Also, ne? Ganz kleine Brötchen backen. Ganz kleine Brötchen backen. Ich hatte Endwalker innerhalb von einer Woche durch. Ne? Also. Luna, du standst aber bei Endwalker auch öfters einfach nur rum und hast nichts gemacht. Oder hast einfach nur da gesessen. Wenn ich dich dran erinnern darf. Also, ich habe es durchgehabt. Also ganz kleine Brötchen backen, ihr Lieben. Ganz kleine Brötchen backen. Ganz kleine. Luna, wer austeilt, muss auch einstecken können. Selbst schuld. Du weißt, ich habe dich sehr lieb. Aber selbst schuld. Außerdem ist es doch egal, wie schnell man ein Spiel durch hat. Ist doch eigentlich egal, oder nicht? Halb von dir redet ja auch keiner. Es geht ja um Luna. Luna stand ja die ganze Zeit rum. Aber trotzdem, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ich habe auch nur am Anfang die ganze Zeit, es war für mich halt alles neu. Als wenn ihr immer so dran vorbeigegangen seid, so, oh ja, ja toll. Ja, ist niedlich, aber nö, ich gehe einfach mal. als ob. Das kann mir keiner von euch erzählen. Keiner. Dass ihr nicht irgendwann mal stehen geblieben seid und euch irgendwas angeguckt habt. Das kann mir keiner erzählen. Und ich für meine Verhältnisse war echt schnell. Also echt schnell. Manche brauchen dafür eine halbe Ewigkeit. Guckt euch Kai an. Wie lange der für Final Fantasy braucht. Und er spielt fast genauso lange wie ich. Also, ne? Immer ganz vorsichtig sein. Ich habe es halt genossen.
So. Bilbo hat euch aufgetragen, das Bilbsdorf zu untersuchen. Das war eine schreckliche Zeit dort für uns. Ich war sicher, dass der große Bilbis uns ein Ende bereiten würde. Aber dann kam Gandalf und alles wurde gut. Ach ja, das war dieser große, fette, singende Ork da. Also im Film. Weil ich weiß gar nicht, hat er im Buch auch gesungen? Ich glaube, da gab es auch irgendein orkisches Lied. Das Feuer erlosch, eine Säule aus Rauch und Funken stieg auf und es war nur noch Glamdring zu sehen, das im Dunkeln der Nacht leuchtete. Er leuchtend blau zu erkennen war. Der große Bilbo sank tot zu Boden und seine Leute wurden rasend. Wenn es draußen nicht hell gewesen wäre, wären wir vielleicht trotzdem nicht entkommen. So. Seht ihr, ihr habt euch auch ganz viel angeguckt. Also ich für meine Verhältnisse war echt schnell. Vor allem, wenn ich bedenke, dass mir jeder gesagt hat, nee, du wirst spätestens 2022 im Februar mit durch sein. Spätestens 2022. Ja, dafür war ich aber trotzdem recht schnell. Ich war vor 2022 fertig. Ich glaube, wann war ich fertig? September. September war ich fertig. Das heißt April, Mai, Juni, Juli, August, Anfang September, 6 Monate, halbes Jahr. Also, ne? Ganz froh, die bleiben da. Ja, ich war vor Tales of Arise, war ich fertig. Tales of Arise kam am 10. September und Shadowbringers hatte ich. Ich glaube vom 31. auf den 1. oder? Vom 30. auf den 1. Wie viele Tage hat der August? Ich weiß es nicht. Von August auf September hatte ich es dann durch. Alter, Hybrid. Dafür warst du langsam in Endwalker. Punkt. Dafür warst du langsam in Endwalker. Das hast du dir jetzt nämlich auch verdient. Und trotzdem warst du langsam. Das ist nicht das Richtige? Hä? Trotzdem. Und? ich glaube, da passiert nicht viel. Es kommt direkt danach, Luna. Glaube ich. Ich glaube, es müsste direkt danach kommen. Ja. Also viel passiert da nicht. Oh Gott, das schneidet sich. Nee. Also ich glaube, die Alerts können sich gar nicht überschneiden. Wenn zum Beispiel ein Follow und ein Sub reinkommen würden, das könnte sich überschneiden, habe ich aber ausgestellt. Dass es sich nicht überschneidet. Dass es dann entweder ausgewechselt wird oder dass es dann direkt danach kommt. Aber bei Sound Alerts kommt immer komplett danach oder es fällt halt weg. Bei Bugs, manchmal. An manchen Tagen gibt es auch einen Bug. Hatten wir ja schon, dass gar kein Alert gespielt wird. Wo wir uns da gewundert haben, so, hä? Wo bleibt er jetzt? Das sind nicht die Viecher. Seid ihr die Viecher? Ihr seid die Viecher. Da brauchen wir. Geben die. Ah, nee. Okay, wir müssen die jetzt so lange töten, bis sie irgendwann mal eins fallen lassen. Irgendwie sind die ja süß, ne? Also irgendwie. Kleine süße Dinger hier. Gibt es noch mehr davon, oder? Ja.
Finde ich nicht. Ach doch. Guck doch mal in die kleinen Gesichter vor allem. Da, oh, dieses kleine Mäulchen. Also wenn das nicht niedlich ist. Das ist so Zucker. Gut, sie geben ihr ekelhaftes Geräusch von sich. Aber das Gesicht ist niedlich. Irgendwie ist das knuffig. Womit so kriege ich die Milchbeinchen? Dass sie nicht abbrechen. Okay. Ich kenne genug Miaut. Es war zwar sowieso die Katze, aber... Ne? Ich wollte den Lux mal anmiauen. Ja, bei mir ist alles gut. Wieso? Das habt ihr gestern schon gefragt. Ja, bei mir ist alles gut. Ein bisschen wenig Schlaf, aber sonst... Miau. Entweder die falschen oder keine Tabletten. Ich glaube, heute habe ich gar keine Tabletten genommen. Vielleicht liegt's daran. Vielleicht liegt's daran. Genau das, Luna, genau das. Miau. Außerdem lasst mich doch auch mal mit meiner Katze reden. Hier hat sonst niemand zum Reden oder sind sich andere Katzen. Die braucht ja auch ein bisschen Redebedarf, also muss ihren Redebedarf stillen. Sie ist doch so einsam. Sie hat doch niemanden außer Frauchen. Nee, Sachen im F-Shop. Oh Mann. Will ich's wissen? Wo ist doch so ein Ding? Okay. Sagt mir zwar nichts, weil ich, dieses Jahr oder letztes Jahr zu dieser Zeit noch nicht gespielt habe, aber okay. Oh, die Müllabfuhr ist da. No. Erstmal 30 Jahre drauf warten, dass man da irgendwie dieses Ding kriegt. Wir haben's. Dann nehmen wir die Platinader noch mit. Muss dann auf jeden Fall gleich noch die Tonne reinholen. Wobei heute ist ja kein Wind, also heute kann ich sie eigentlich auch länger stehen lassen. Dann gucken wir jetzt mal nach da oben. Hallo, ihr süßen kleinen Bärchen. Also auf der einen Seite finde ich dieses Schneegebiet hier echt cool, auf der anderen Seite ist es mega eintönig. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Spiel doch was. Oder guck einen Film. Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. The Hunter, Fun Fantasy. Was spielst du denn sonst noch?
Oder dich einfach ins Bettchen kuscheln und gar nichts machen. Rumliegen. Und das wäre einfach mal wieder schön. Dafür habe ich nichts zu tun. Luna, fang doch einen neuen Charakter an. Dann hast du was zu tun. Wo muss ich hin? Du wolltest uns doch in 3 Tagen überholen. Waren deine Worte nicht meine? Kannst du dir doch einen Schal stellen? Und dann mit einem Timer, wie lange du dafür gebraucht hast. Also nur um uns zu überholen. Was, das wäre doch eine Idee. Du hast ja gefragt. Ich hab nur geantwortet. Ja, weißt du, was ich meine? Ich denke halt nicht immer an dieses Playtime, aber ja, reicht doch auch. Könntest du dich bitte vom Pferd ab... Ich glaube, mein Charakter mag mich heute nicht. Mein Charakter denkt sich so, nö. Hab keine Lust. Okay, habe irgendeinen Siegel eingesammelt. Achso, das war das, was wir brauchten. Die Aufgabe Buch 5, Kapitel 8, Feuer und... Oh, Feuer und Eis! Okay. Dann können wir einmal nach da hinten noch. Ich weiß gar nicht, das Bildestoff war dann irgendwo hier hinten, ne? Bergschlund. Schwarzer Riss. War doch hier irgendwo da. Ach, da hinten ist auch noch was. Ja, sehr schön. Ah, oh, meine geliebte Ziege. Ich muss auf jeden Fall gleich noch einmal kurz die nächste Geschirrspüle anstellen. Mache ich dann aber gleich in der Pause. Weil ich möchte das eigentlich bis heute Abend fertig haben, bis Frisches nach Hause kommt. Könnte meine Viera weiterspielen. Siehst du? Könntest du tun. Hä? Alle Ziege. Alle Ziege. Ach du Heilige. Ihr ahnt es nicht. Ich habe mich so lange nicht mehr eingeloggt mit der, das bei mir jetzt steht. Willkommen zurück in Eosea. Ja, siehst du mal. Es ist hoffnungslos. Ihr müsst ein Boot von Fürst Gloin sein. Denn niemand, der noch bei Trost ist, würde ohne einen solchen Auftrag nahe Helgrot herumklettern. Und ich kann euch sagen, dass das Böse dort wirklich wieder Einzug gehalten hat. Greib und ich haben genug Beweise dafür gesehen. Fürst Gloin möchte, dass ich euch die Geschichte von Durin dem Fünften dieses Namens erzähle. Dann kann ich es nicht ablehnen, obwohl mich die Geschichte schmerzt. Wenn er mir euch über Toroks Ankunft gesprochen hat, dann werde ich euch berichten, was geschah, als Durin erfuhr, dass der Drache die Stadt erobert hatte. Ein Drache schläft auf den Schätzen Helegroths. Durin konnte diese ungeheuerlichen Beleidigungen nicht dulden. Er schneidet sich Myrdanant auf den Rücken, ein Geschenk aus Eregion an seinen Großvater, das alle Jahre lang vom Vater an den Sohn weitergegeben worden war, zog mit einer kleinen Schar Zwerge zum Tor Helegroth. Durin schrie eine Herausforderung heraus und Torok
Toroks Antwort stand ihr in nichts nach. Der Kampf begann. Das Duell zwischen Drache und Zwerg war so fürchterlich, dass sogar das Tor Helegros gespalten wurde. Nach langen Tagen und Nächten begann Durin schließlich die Kraft zu verlassen. Alle in seiner Schar waren tot oder dem Tode nah, bis auf Bruni, den man später Gelbbart nennen sollte, dessen Wunden aber zu groß waren, als dass er weiter hätte kämpfen können. Der mächtige Toro kämpfte weiter, nicht willens, die Schätze Helegros ihren rechtmäßigen Besitzern zu überlassen. Toro bereitete einen glühend heißen Flammenstoß vor, mit dem er Durin rösten wollte. Er dachte, Durin sei dem Tode nah, doch zu spät erkannte er sein Irrtum. Zu spät. Denn siehe, Durin schwang Myrdanant mit aller Kraft, die noch in ihm steckte, und da endete Toroks grausame Herrschaft. Durin sollte seinen Sieg nicht mehr erleben, denn Toroks letzter Flammenstoß war zu stark für Durins starken Schild. Das war sein Ende. Myrdanant ging mit Durin verloren. Bis zum heutigen Tag steckt sie im Halse des toten Torok. Wehe den Zwergen! Die Elben von Eregion hatten beim Schmieden der Axt Worte des Schutzes gesprochen. Finsternis soll Hathodrond nicht überkommen, solange die Linie Durins Myrdanant in Freundschaft mit den Grace I. Myrdain trägt. Doch diese Worte stellten sich mit Durins Tod als falsch heraus. Ich kann meine Abstammung über viele Väter bis zur Bruni nachverfolgen. Denn Gelbart, dem einzigen Überlebenden der Schlacht von Helegroth, den Heldentod gefunden hat, war ihm sein ganzes Leben lang eine Schande. Und mit dieser Schande muss auch jeder seiner Nachfahren leben. Auch ich, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu tragen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, sondern nicht der Verrat der Grace I. Myrdain, nicht Toroks Grausamkeit und sicher nicht die letzte mutige Tat des fünften Durin, der sein Volk verteidigte. Das Böse hat wieder in Helegroth Einzug gehalten. Wir werden die Hilfe vieler benötigen, wenn wir dagegen kämpfen wollen. Sprecht mit Greib und mir, um zu erfahren, was zu tun ist. Achtung. Ich stehe immer noch da an der Sonnenküste, wo ich sie dir gezeigt habe. Ach Gottchen, ja, stimmt. Stimmt, da hatten wir uns das letzte Mal ja... Oder da hatte ich mir die Viera ja angeguckt. Das Ausmaß der Bedrohung. Okay, wir sollen die anderen Aufträge dafür abschließen. Alter. Also wer sich beschwert, dass mein Quest-Log in Final Fantasy voll ist. Wir sind bei 26 von 43. Sitzt bis an mein Lebensende hier in dem Spiel. Würdet ihr einem Zwerg in Not Gehör schenken? Die bösen Kreaturen, die wir innerhalb der Mauern von Helegroth gesehen haben, sind groß an Zahl und von Hass erfüllt. Grausame Menschen der Korkur und aus Angmar, aufgedunsene und besudelte Spinnen, kriechende Würmer, gepanzerte Drachen, monströse, übel gelaunte Riesen und was am schlimmsten ist, Torok von den Toten zurückgekehrt, seine Boshaftigkeit nach all den Jahren ungebrochen. Lange haben meine Vorväter und ich in ungebrochener Linie seit Bruni, einst als Gelbart bekannt, in unseren Herzen Feindschaft für die Elben von Eregion gehegt. Finsternis sollte Hathodrond nicht überkommen, solange die Linie Durins in Myrdanant in Freundschaft mit dem Quaid Myrdain trägt. Falsche Worte, mit denen Durin eingelullt werden sollte. Wenn wir Helegroth aus der Finsternis führen sollen, dann denke ich, dass die Zeit gekommen ist, die uralten Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen. Wir müssen uns die alte Freundschaften wieder ins Gedächtnis rufen. Als ich fürs Glorn vor einiger Zeit mit Elrond vom Bruchtal traf, sprachen Greib und ich mit einem Elben namens Gundiat, der des Wissens von Eregion kundig zu sein schien. Vielleicht kann er uns ja sagen, wie Torok wieder zum Leben erwachen konnte. Behaltet die Zweifel für euch, die ich an den Elben von Eregion geäußert habe. Es wird eine ganze Weile dauern, bis die alten Feindschaften endgültig begraben sind. Sucht Gundiat in Bruchtal auf. Und nicht schon wieder nach Bruchtal, da war ich doch gerade erst. Werdet ihr euch meine Geschichte anhören? Mhm, aber erstmal trinke ich noch ein bisschen. Ich glaube, das wird lange dauern. Das wird ganz, ganz lange dauern. Ganz, ganz lange. Also so richtig lange. Naja. Irgendwie. Fürst Gloin entsandte uns zum Bittersteg, damit wir Helegroth auskundschaften. Er dachte, dass,
dass sich etwas Böses dort niedergelassen hat. Doch ich glaube nicht, dass er erwartet hätte, dass die Lage so ernst ist. Denn da hat Torok es wiedergeboren. Kein Zwerg hätte sich je so etwas Schreckliches vorstellen können. Ihr müsst zu Elrond nach Bruchtal zurückkehren und ihm von der Bedrohung berichten. Viel Spaß im Lock, Luna. Die jetzt direkt vor seiner Schwelle lauert. Sein Zuhause mag durch irgendein Elbenwerk von neugierigen Augen geschützt sein. Doch kaum etwas hält Drachenfeuer stand, was euch die Urahnen der Menschen von Tal bestätigen könnten. Also, eilt euch jetzt. Greib und ich werden hier weiter wachen und die Elben von Bruchtal werden die Zeit brauchen, um eigene Pläne zu schmieden. Ich habe wahrlich schreckliche Dinge zu berichten. Lage des Wurmjägers, okay. Die Festung von Helegroth ist unzählige Jahre leer gestanden. Doch jetzt ist sie zur Heimstatt von Würmern und Drachen geworden. Ein widerliches Nest voller Eier, die von den riesigen Kreaturen aufmerksam bewacht werden. Nur wenige der Korkur oder Angmarinen, die wir von Weitem gesehen haben, scheinen willens zu sein, sich der Festung zu nähern. Vielleicht hält der Feuerodem die Kreaturen ja die Menschen fern. Oder sie haben Befehl, die Monster nicht zu stören. Einer der Angmarim, ein Mann von großer Wichtigkeit, scheint keine Angst vor den Würmern und Drachen zu haben und geht in deren Festung ein und aus. Seltsam. Doch wir haben keine Zeit, um über solche Dinge zu grübeln. Ormulf, Wurmjäger, ein Zwerg aus Utrika in den Nordhöhen, sollte von den Würmern und Drachen erfahren, die jetzt im Bergfried von Helegroth lauern. Er wird am besten wissen, wie die Kreaturen zu bekämpfen sind. Beeilt euch und belasst das Rätsel des Wurmfreundes der Angmarim nur Greib und mir. Oh Gott, ich sehe es kommen. Wir müssen ganz viel reisen. Ganz, ganz viel reisen müssen wir. Ich meine, einmal nach Thorinzelle müssen wir sowieso. Von daher passt das. Helegroths ganzer Stolz. Ja. Ja, ist ja gut. Waren immer seine mächtigen Hallen, die sich viele Kilometer tief in den Berg erstreckten. Doch Greif und ich haben herausgefunden, dass die Hallen weiter ausgebaut hat. Als wir uns bei den Wänden von Helegroth umsahen, gab das Schnee nach und Greif stürzte in eine Eishöhle. Ein großes Loch unter dem Gebirge. Ich kehrte in unser Lager zurück, um ein Seil zu holen, das lang genug war, um ihn wieder an die Oberfläche zu ziehen. Ich habe mich wirklich beeilt, doch während der kurzen Zeit, in der ich fort war, wurde Greif die widerwärtige Sprache das Spinnen und wusste, wohin er wirklich hinabgestürzt war. Als ich ihn zurück an die Oberfläche gezogen hatte, erzählte er mir von seinem kurzen Abenteuer in der Finsternis. Eine Geschichte von Spinnenweben und bösen Stimmen. Oh ja, die Stimme der Spinnen mag ich ja auch überhaupt nicht. War im Hörbuch vom Hobbit damals schon ganz schlimm, wie auch im Film. Das war ganz... Nee. Ich kann diese Spinnen nicht reden hören. Das war eklig. Eine böse Spinnenbrut hat sich in den Höhlen unter Helegroth eingenistet. Der Name ihrer Königin verheißt nichts Gutes. Zaudru? Ich weiß nicht, wie man dieses U mit dem Haken ausspricht. Kann auch Zaudra? Ich weiß es nicht. Wird sie genannt und ich kenne nicht jemanden, der ihr schon einmal begegnet ist. Suche Atli Spinnenflug in Breland auf. Oh nö, nicht Atli. Den kenne ich auch noch. Im Dorf Archetz. Er wird sicher sehr interessiert daran sein, von der Spinnenplage und der Helegroth zu hören. Alter. Ja, wie weit wollen sie reisen? Ja, weit. Oh, gut. Sehr schön.